Söderle, weiter geht's. Oh, hier, genau, das schwarze Brett. Das müssen wir finden. Da ist es! Halleluja! Schwarzes Brett gecheckt. Ja. Zack, so, Jobsuche. Informiere dich am schwarzen Brett über die nächste Aufgabe. So, schwarzes Brett haben wir gefunden. Es enthält verschiedene Aufgaben, die du für Belohnungen und Gegenbezahlungen erledigen kannst. Komm ab und zu vorbei und überprüfe das Brett, denn es wird ständig aktualisiert. Ja. Ach, da haben wir es endlich. Catch a Ride! Ja. Und ja, ich denke mal, wir werden hier eine Mission nach der anderen machen. Wenn ich es im Singleplayer durchspiele, mache ich es gerne so, dass ich mehrere Missionen parallel abarbeite. Aber erstmal, damit wir hier schön in der Story drin bleiben, ne, machen wir hier eins nach dem anderen. Und erstmal werden wir Scooter finden. Ja, die Mission läuft nämlich vor den Toren Firestones. Da waren wir doch vorhin. Oh, so. Ja. Das ist eine passende Personenbeschreibung von mir, ne? Wäre schön, wenn du dich drum kümmern könntest. Um das System, nicht um meine Mutter. Geht um Skagnes. Och, kommt auf deine Mutter an, ne? Aber wer Borderlands 2 gespielt hat, war doch ein guter Schuss. Wer Borderlands 2 gespielt hat, ne, weiß schon ein bisschen mehr über Scooter. Jetzt nicht über seine Mutter, aber da gibt es eine Angebetete, eine Frau, für die sein Herz schlägt. Kabump. Na, und da ist doch gleich der Nächste. Zack. Ja, ich muss mich bei sowas konzentrieren, Leute. Und drück dann doch im falschen Moment ab. Ha! So. Nachladen. Gut, das ist hier das Catch a Ride. Die Frage ist nur, wie aktiviere ich es? Ah, so einfach? So schön. Oh, Scooter betreibt die Catch a Ride Station und wartet die Fahrzeuge. Sieht aus, als wenn der Station... Diagnoseprogramm, ich soll mich wieder melden. Denke ich mal. Ach, na? Wie könnte es anders sein? Na, es fehlt ein Ersatzteil, das Digistruct-Modul von Bonehead. Leute, wer schießt hier auf mich? Ich gehe erstmal in Deckung. Einmal und einer sollte noch reichen. Ach, okay. Kabumse! So. Schön geröchelt, Junge. Hollywood-reif. So, die Kabumse erstmal nachladen. Und die Sniper auch nachladen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach Bonehead. Müssen wir dazu etwa in diesen Canyon rein? An den habe ich noch übt. Nett, dass er Bescheid sagt. Da ist der nächste. Plonk und... Ah, die Sniper braucht so lange zum Nachladen. Ja. Und sie ist jedenfalls für diese Gegner zu schwach, um sie mit einem Schuss zu erledigen. Schauen wir mal, wie wir hier klarkommen. Sehen wir da schon was? Nein, wir sehen da noch nichts. Schleichen uns hier mal ganz vorsichtig in Boneheads Lager. Hinknien. Und mal so ganz vorsichtig Luki Luki machen. Okay, es ist also... Ah, da ist er. Komm her, Junge, zeig mir deinen Kopf. Bonehead. Das heißt, wir sprinten mal hier hin und schwupp, sind wieder in Deckung. Und dann schauen wir mal, ob wir den Typen erwischen. Einmal. Holla. Der haut ja zu. Oh, oh.
oh, oh, Leute. Ich glaube, für die Ecke hier bin ich noch ein bisschen... bisschen zu schwach ausgerüstet für ihn hier, ne? Ja, Blut, 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 Alter. Ups. Tja, andere Strategie. Andere Waffe. Versuchen wir mal den Clipper zu nutzen. Oh, oh, oh. Na, immerhin können wir versuchen, ihn hier noch fertig zu machen. Wenn wir das rechtzeitig schaffen. Nee, war nicht rechtzeitig. Ach, Leute, Leute, Leute. Schlechte Karten, wieder mal gestorben. Und, so wie es aussieht, sind wir auch ein bisschen low on ammo. Zumindest für den Clipper. No. Tja, was machen wir da? Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Und decken uns aber erstmal mit Munition ein. No. Für den Clipper. Dass wir da richtig aufgestockt sind. Shotgun. Sind wir auch. Und die Sniper. Decken wir uns auch mal ein. So weit, so gut. Granaten. Sind wir voll ausgerüstet. Und dann schauen wir mal, was wir da ausrichten können. Ja? Oder ist vielleicht... Ich glaube, wir machen erstmal bei TK weiter. Ja, ich wandle nämlich noch unter den Lebenden. Zwar so, erst seit kurzem wieder. Schauen wir erstmal bei TK vorbei. Dass wir noch ein bisschen leveln, vielleicht auch noch eine bessere Waffe finden. Mit der wir uns dann Bone um Bonehead kümmern können. Oh. Wäre ja auch... Naja, wer schießt da schon wieder auf mich? Ich muss hier wieder die Sniper rausholen. Ach, die haben wir ja schon. Quasi griffbereit. Hätte ich das gewusst. Oh, auf das Mündungsfeuer zielen. Dann sollte man was treffen. Weißt du was, inzwischen bist du nah genug dran für den hier. Und in die Fresse. Nee, doch nicht. Hier hab erstmal nur höchstens ich in die Fresse gekriegt. Ah, nicht doch. Ah, ich will hier raus. So, jetzt haben wir erstmal die Skeks uns vom Leib geschafft. Und du kriegst auch noch dein Fett. So. Und noch einer. Na komm. So. Wie ist denn dieser Berserker-Modus? Ah, genau, so rum. Okay. Zack, zack. Zack. Okay, das können wir ja mal ausprobieren. Okay, erstmal sind wir wieder schildmäßig und gesundheitsmäßig voll da. Ich glaube, ich werde das Berserkern hauptsächlich dazu benutzen. Um mich im Falle eines Falles zu heilen. Viel eher... Meine Fresse. Gib dir mal Ruhe da hinten. Na.
So. Hat er jetzt was fallen lassen? Ja, nichts, was ich gebrauchen könnte. Deswegen nachgeladen. Und ab zu TK. Damit wir vielleicht erstmal seine Aufgabe über die Bühne kriegen. In seiner Mülltonne ist immer noch nichts Neues drin. Du bist kein Skag, oder? Nein, immer noch nicht. Wann kapierst du es endlich? Ich schieße nur aufs Keg. So, TK hat weitere Arbeit. Schön, dich zu sehen. Seid ihr dort noch? Besucher? Ja, okay, ja. Das geht schnell mit dem besten Freund. Tja. Fehlend. Talentiertes. Hat er neue Aufgaben. Sehr schön. Klingenblumensamen. Okay. Und Ska erledigen. Ah, ist ja so wieder ein Bossgegner. Ich glaube, wir sind erstmal ganz, ganz zaghaft. Und sammeln ein paar Klingenblumen. Na Halleluja. Mal sehen. Mann, lass dich nicht von diesen ekligen Skagviechern kriegen. Du, ich habe noch ganz andere Probleme. Andere Viecher, die mich hier kriegen wollen. Oh. Einmal. Klick-Klack. Zweimal. Nachladen. Und Beute einsammeln. So. Das heißt, wir gehen wieder zurück nach Skag Gully. Und sammeln da Klingenblütensamen. So. Und das ist der dritte. Zack. Da ist Ruhe. Sieht so aus. Fallen lassen haben sie auch nichts. Das heißt, wir können hier im Roma nachladen. Zack. Oh! Haha, Leute! Einmal durchgestreut. Und dann ist das aber auch okay. Sehr schön. Geld einsammeln. So, was haben wir denn da hinten noch? Habe ich doch irgendwie damit gerechnet, dass da einer rumläuft. Schön, dass du stehen bleibst. Und schön, dass du so direkt auf mich zuläufst. Danke. Soweit, so gut hier. Muni mitgenommen. Und dann geht's wieder zurück nach Skag Gully, um Klingenblumensamen zu sammeln. Halleluja. Was die Leute sich nicht alles einfallen lassen. Ja? So, hier könnten wir uns wieder ausrüsten. Sieht aber soweit, jo, erstmal gut aus. Ah, was haben wir denn hier? Ein Banditendatenschreiber. Okay, das sieht nach einer Aufgabe aus, ne? Mission. Finde zwei Datenschreiber. Okay, machen wir doch einfach mal mit. Bestätigung, ja, schauen wir mal, ob es noch weitere Geräte gibt, sodass das Ganze hier einen Sinn ergibt. Oh. So. Zack. Na, poppt der nächste auf. Ha, daneben. So, okay. Also nicht ich hab daneben geschossen, sondern du bist daneben gesprungen. Mein, daneben geschossen habe ich ohne Zweifel auch, aber davon reden wir jetzt mal nicht. Zack. Und da kommt der nächste. Na. Jawohl. Und da noch ein bisschen rum. Alles okay. Alles gut. Oh.
Zack, zack. Den haben wir dann auch. Dann können wir hier noch ein bisschen Muni einsammeln. Aber wo geht's jetzt zum nächsten Datenschreiber? Ah, hier oben rauf? Da müssen wir über die Brücke rüber. So wie das aussieht. Na. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Haben wir's? Wir haben's. Okay. Also, ich hatte ja so gegenüber dem Clipper meine Bedenken. Aber der bewährt sich ja doch ganz gut. Ich komme jetzt hier nicht hoch. Ich muss hier außen rumlaufen. Dann laufen wir mal außen rum. Geht's hier über die Brücke? Nein, geht's nicht. Dann müssen wir hier lang. Kantapa, Kantapa, Kantapa. Oh. Alter, verwechsel ich hier was? Müssen wir hier nochmal weiter rum? Ach, okay. Das ist die Sache. Wenn man sich hier ein bisschen blöd anstellt. Na, Meister? So. So, gegrillter. Abgeschlossene Herausforderung Zieh? Hä? Okay, was immer das auch heißen mag. Ich hab's gerade nur so nebenher am oberen Bildschirmrand gesehen. Oder war das noch eine Mission, die wir irgendwo vergessen haben oder liegen lassen haben? Ich weiß es nicht. Wir werden es aber erfahren. Komm her hier, Junge. Zack. Und du auch. Und du auch. Und du auch. Eins in die Fresse. So. War ja wieder rechtzeitig. Schild gerade alle. Und schön eingestreut hier. Kleines Barbecue. Oh. Und... wir haben für unseren Grillanzünder keine Muni mehr.